Schwimmende Powerbanks. Dieses 140 Meter lange Schiff ist keine Yacht, sondern transportiert satte 240 Megawattstunden. Das reicht für über 14 Millionen Handyladungen. Und nein, die schwimmenden Powerbanks sind nicht dafür gedacht, Microsofts Unterwasserserver mit Strom zu versorgen, damit wir entspannt Netflix schauen. Damit soll unter anderem der Strom aus Wind und Solar überall dahin transportiert werden, wo er benötigt wird. Gut 3 Stunden soll es dauern, bis sich die Akkus des Schiffs voll aufgeladen haben. 2026 sollen die ersten Powerbanks über die Meere schippern. Like und folgt mir für mehr.